Ausflug geht heute von Plaganou nach Le Conquet zu einem Fjord oder einer Art Fjord und dem Hafen dieses Städtchens und zum Point Saint-Matou, zu einer alten Abtei mit einem Leuchtturm. Das hatten wir doch eingegeben. Ja, ich habe es aber schon wieder vergessen. Hier sind wir bereits an diesem Fjord von Le Conquet und dieses Holzwrack da drüben, das kann man sogar bei Google Maps sehen, wenn man auf Satellitenbild umschaltet und ganz nah ranzoomt. Und hier sind wir auch bereits schon am Hafen von La Conquet. Le Conquet, was auch immer, wie auch immer man das ausspricht, keine Ahnung. Und auch heute weht hier schon wieder eine steife Brise. Und den Hafen, den habe ich dann auch nochmal von der anderen Seite etwas später mit der Drohne aufgenommen. Wir sind momentan da unten. Wie man sehen kann, ist das gar nicht mal so hässlich hier. Es ist so ein kleines Hafenstädtchen. Und eine Seeräuberstadt wohl auch früher gewesen. Ja, macht einen sehr schönen Eindruck. Und so sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Der Hafen ist gar nicht mal so klein, wie ich dachte. Weiß jemand, wie das heißt hier? Hier sind wir unterwegs zu unserem nächsten Ziel, aber immer noch in Le Conquet. Und auf der Suche nach einem Müllentsorgungsplatz, weil wir schon den halben Vormittag unseren Müll spazieren fahren. Und hier wieder eine schicke Kirche. Aber das mit dem Müll ist in Frankreich ein echtes Problem. Wir haben nämlich keine Mülltonnen, sondern nur diese Müllentsorgungsstationen. Und Flaschenpfand auf Glasflaschen oder Plastikflaschen gibt's auch keinen. Und hier auf der Küstenstraße in Richtung Point Saint-Matou konnten wir es uns nicht verkneifen, auch mal abzufahren und den Strand zu begutachten. Und um diese Weite zu sehen, musst du am Nordkap Geld bezahlen. Das kriegst du hier völlig umsonst. Hier sieht man die Ruine der Abtei von Saint-Matou und man hat wohl 1691 das erste Mal versucht, auf dem Turm der Abtei ein Leuchtfeuer einzurichten. Aber aufgrund der geringen Höhe war die Reichweite des Leuchtfeuers immer viel zu gering. Deswegen hat man 1963 dann diesen Leuchtturm hier gebaut. Und mit diesen schicken Bildern der Küste und dem Kormoran da hinten lassen wir das Video jetzt auch ausklingen.